So, und hallo zu einer neuen Aufnahme von, sondern der ersten Aufnahme von Walk of 3 Wish of Chaos. Ich habe herausgefunden, wie ich den Ton lauter stellen kann und wie die Kampagne funktioniert. Also, dass ich funktioniert, dass ich aufnehmen kann. Problem ist aber nur, die ersten Videos, die eigentlich nicht gut werden zu sehen, müsstet ihr auf YouTube irgendwo suchen, weil. Ich werde es auch so dann Link in die Beschreibung tun. Ich kann nicht aufnehmen. Gut, dann beginnen wir mal hiermit. Das sind solche Spielvideos, also mit den Charakteren. So, das sieht man dann. Glaube ich. Nee. Das dürfen wir nicht. Wir sind Kapitel 1 da. Hehe. Kapitel 1. Visionen. Irgendwo in der AT, ich lasse gerade. Arsch, naja. Hochländern erwacht Zral, der junge Kriegshäuptling der Ork-Korte, aus seinem beunruhigenden Traum. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. Wie, du wirst mitspielen? Wir müssen sie steuern. Also, weiter. Spiel 4. Da stehen wir die Hauptquest, die Propheten suchen. Die Anweisung des Erzählers folgen. Exzellent. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Hallo. Als erstes müsst ihr aber lernen, wie ihr Zral Befehle geben könnt. Meisterhaft vollbracht. Allerdings ist das Lager der Orks noch recht weit entfernt. Scrollt dem Bildschirm nach Norden, damit ihr zur nächsten Flagge gelangt, indem ihr den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand schiebt. Kann ich den nicht irgendwie ausschalten? Ich kenne das auch alles, das nervt irgendwie. Kannst du mal auf. Optionen. Sound. Verdammt. Okay. Also, wir müssen eben bis hier gehen. Jetzt müssen wir eben hier hingehen. Ja. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Dieses schwarze Gebiet bedeutet Gelände, das noch nicht erforscht wurde. Böse, war nicht erforscht. Kann alles drin lauern. Zum Beispiel der Tod. Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Zral es durchquert. Oh mein Gott. Seht ihr, welche Gebiete ihr erforscht habt. Ja, jetzt sieht man dann das schwarze Gebiet. Wählt Zral an und befehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Ja, das dann hier so Nachrichten, so zum Beispiel Helltod oder sowas. Da oben, Lok F12. Jetzt gehen wir hier hin. Kann ich nicht irgendwie ausschalten. Loktar, meine Krieger! Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling! Die Geister. Nun sind eure Truppen angewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Okay. Für die Ehre! Sie drei Kurzer. Sieht man schön 680 Trefferpunkte. Mehr als unser Held. Ja. Und sein hat einen Zauber. Macht euch bereit. Ich spüre einen Gnoll voraus. Wenn ihr Zrals Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an und klickt erst auf den Angreifen-Button und dann auf den Gnoll. Das ist nicht wahr. Der wird mir nie was packen. Der ist Stufe 1. Unter 42 Leben. Also weiter. Ich sterbe. Oh mein Gott. Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Gnolle ist nicht weit. Nein. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. Dazu wählt ihr alle eure Truppen an, klickt auf den Angreifen-Button und linksklickt dann auf den Boden in der Mitte des Gnolllagers. Für die Ehre. Ich hab's nicht.
gegen einen Scheiß an, der sich in den Weg stellt. Oh, ist er jetzt aufgestiegen? Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten-Button klickt, ändert sich die Schöne auch mal. Danke, dass du aufgebrochen hast. Dabu. So. Ja. Für die Ehre. Dabu. Kriegshäuptling, Dabu. Wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Thrall seine neue Fähigkeit anwenden kann, klickt er erst auf den Kettenblitz-Button und linksklickt dann auf einen der Murlocs. Das ist schön anzusehen. Für die Ehre. Einige Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegen. Diese spezielle Schatztruhe enthält. Befehlt Thralls Streitmacht, das Gebiet flussaufwärts zu erforschen und dabei den Flaggen zu folgen. Für die Ehre. Ja. Da kommt die Eure Welt. Zeit ist gekommen. Für die Ehre. Hier, der ist schon. Loktar. Also, was ihr wolle. Ich bin der Kriegshäuptling. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Dabu. Ich kann die Nacht auch nicht so weit ziehen wie am Tag. Das kann ja. Ich bin auf spezielle, die Dabu. Viel später kennen. Für die Ehre. Ja. Was ist Dabu. Ja. Oh, ja, ein Eintrag. Das ist auch mal schön. Und den gehört's mal durch. Lognarasch! Mag dich nicht. Für die Ehre. Dabu. Ich hab echt Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ja.